Hallo und willkommen zurück im Mastery. Heute ist Nathalies Geburtstagsfeier. Sie und ihre Freunde veranstalten eine Rätselrunde zum Multiplizieren. In den vorherigen Videos hast du ja bereits alles Wichtige zum Multiplizieren gelernt. Mach doch also auch mit! Super! Ich freue mich, dass du es zu meiner Feier geschafft hast und dass du auch bei der Rätselrunde mitmachst. Wir spielen in Zweierteams. Spielen wir beide doch zusammen. Hier ist das Rätsel. Ich habe gehört, das Lösungswort verrät uns den Preis, den wir gewinnen können. Also lass uns beginnen. Stoppe kurz das Video und versuche selbst herauszufinden, wie das Rätsel zu lösen ist. Konntest du herausfinden, wie es zu lösen ist? Also ich glaube, dass wir mit Hilfe dieser Tabelle die Zahlen oben durch Buchstaben ersetzen können. Insgesamt wird es dann ein Wort ergeben. Wir berechnen also zum Beispiel 24.592 mal 7 und das Produkt, das dabei rauskommt, ist dann gleichzusetzen mit dem Buchstaben T. Du hast auch erkannt, dass es so zu lösen ist? Super, dann lass uns beginnen. Wie wäre es mit folgendem Vorschlag? Wir beginnen mit der Rechnung 24.592 mal 7, wobei wir beide zuerst alleine rechnen und dann vergleichen wir. Wenn wir auf dasselbe Ergebnis kommen, dann stimmt es ganz sicher und wir können so bestimmt gewinnen. Drücke also auf Stopp und berechne zuerst alleine. Was ist dein Ergebnis? Ich habe 162.144 rausbekommen. Du etwa nicht? Naja, schauen wir es uns nochmal gemeinsam an. 2 mal 7 ist 14, 4 schreiben wir an, 1 weiter. 9 mal 7 ist 63, plus 1 ist 64, 4 schreiben wir an, 6 weiter. 5 mal 7 ist 35, plus 6 ist 41, 4 schreiben wir weiter. 4 mal 7 ist 28, plus 4 ist 32, 2 schreiben wir an, 3 weiter. Und 2 mal 7 ist 14, plus 3 ist 17. Tja, da habe ich mich wohl verrechnet. Gut, dass wir zusammenarbeiten. 172.144 steht laut der Tabelle also für den Buchstaben T. Und unser Produkt kommt im Wort tatsächlich vor, sogar zweimal. Wir können die beiden jetzt also jeweils durch ein T ersetzen. Super, das macht Spaß. Versuchen wir gleich den nächsten Buchstaben zu finden. Lass uns dafür 24.592 mal 18 wieder jedes selbstständig berechnen. Das wäre der Buchstabe A. Der kommt ja in vielen Wörtern vor. Mal sehen, ob er auch in unserem vorkommt. Stoppe das Video und berechne wieder selbstständig. Super! Ich habe 442.656 als Ergebnis erhalten. Du auch? Toll! Sehen wir es uns nochmal gemeinsam an. Bei diesem Beispiel kann ich den Einservorteil anwenden. Das heißt, ich kann die 24.592, die schon dastehen, für die Addition später gleich verwenden. Und ich beginne gleich mit der 8 zu multiplizieren, wobei wir um 1 rechts verrutscht beginnen anzuschreiben. 2 mal 8 ist 16, 6 schreiben wir an, 1 weiter. 9 mal 8 ist 72, plus 1 ist 73, 3 schreiben wir an, 7 weiter. 5 mal 8 ist 40, plus 7 ist 47, 4 weiter. 4 mal 8 ist 32, plus 4 ist 36. 6 schreiben wir an, 3 weiter. Und 2 mal 8 ist 16, plus 3 ist 19. Nun addieren wir noch und erhalten das Ergebnis
442.656. Super! Wir haben also dasselbe Ergebnis erhalten. Dies ist nun jene Zahl, die für A steht. Doch die Zahl ist leider nicht im Wort enthalten. Naja, dann ran an die nächste Multiplikation. Berechnen wir 869.837 mal 294. Drücke wieder auf Stopp und nimm dir Zeit zum Rechnen. Wow, mein Ergebnis ist echt lang. Ich habe 255.732.078 herausbekommen. Hast du dasselbe? Ja? Super! Rechnen wir zur Sicherheit nochmal gemeinsam, diesmal im Schnelldurchlauf. Wir beginnen mit der 2 zu multiplizieren und erhalten die erste Zeile. Als nächstes multiplizieren wir mit der 9, wobei wir 1 um rechts verrutscht beginnen anzuschreiben. Und wir erhalten die zweite Zeile. Zum Schluss multiplizieren wir noch mit der 4, beginnen wieder um 1 nach rechts verrutscht anzuschreiben und erhalten die dritte Zeile. Addieren wir die drei Zeilen miteinander, erhalten wir das Ergebnis. Diese lange Zahl steht nun für den Buchstaben R. Sieh nur, die Zahl ist eine von unserem Wort. Die können wir jetzt also durch ein R ersetzen. Was könnte das nur für ein Wort sein? Stoppe das Video und versuche die restlichen zwei Buchstaben selbstständig zu finden. Super gemacht! Das Lösungswort ist Torte. Wir sind ein großartiges Team. Die Lösungen aller Multiplikationen siehst du zum Überprüfen noch in der blauen Tabelle unten. Apropos Torte, ich glaube, das ist unser Preis. Super, da hole ich mir gleich ein Stück.